Zombie Apocalypse. Willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Ich bin jetzt wieder in meinem brandheißen aktuellen Projekt. Jetzt passt auf, mit dem Projektnamen Kleinstadt. Ja, vielen Dank, lieber aufmerksamer Zuschauer, für diesen geilen Namen. Der ist klein, der ist kurz, den kann man sich gut merken. Kleinstadt steht für klein, also wird die Karte, denke ich mal, auch nicht zu groß werden. Es haben wirklich viele von euch kommentiert, wie sie was gerne sehen möchten, und ich fand das richtig klasse von euch. Da könnt ihr euch selber mal auf die Schulter klopfen, habt da tipptopp gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ein Kommentar war auch noch da drunter, der hat geschrieben, mach doch einfach mal ein kleines Dorf und dann eine Straße und dann eine große Stadt. Das ist cool, oder? Also eine Art Kleinstadt. Also ein Dorf, beziehungsweise mehrere kleine Dörfer und dann halt dieses kleine Stadtdorf. Kleinstadt heißt ja das Projekt, ne? Also eine Kleinstadt können wir uns dann aufbauen. Ja, und das möchte ich heute gerne weitermachen. Ich habe nochmal überlegt, wie wir was am besten machen können. Ich muss auf jeden Fall mein Haus nochmal ändern, schätze ich mal, weil ihr habt ja vielleicht die letzte Folge gut und aufmerksam mitverfolgt. Es gibt kein Klo, also das gibt's doch gar nicht. Muss ich wirklich auf den Dixi jetzt übergreifen, um da mein Geschäft zu verrichten? Scheinbar ja. Das ist das, wo gibt's denn sowas? Sind wir hier im Mittelalter oder was? Ja, am besten noch eine Ente mitnehmen für unterwegs. Ja, nee, vergiss es, das werden wir auf jeden Fall nicht machen. So. Ja, aber erstmal lassen wir das genauso, wie es ist. Ich würde erstmal sagen, dass wir erstmal hier vorankommen mit dem Projekt. Gehen wir direkt in den Editor und bauen uns erstmal ein paar Häuser hin, ne? Dass wir erstmal so grob erkennen können, wie, wo, was lang geht. Das wird ja auch langsam mal Zeit, ne? Also, dass wir hier jetzt mal richtig loslegen. Zu der Deko würde ich sagen, kommen wir später. Die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Hier ist erstmal mein Dixi. Das war jetzt kein Scherz, Leute, ne? Ich brauche das auf jeden Fall. Also ich muss ja irgendwo ihr wisst schon, was machen, ne? Groß, klein, das kommt alles da rein. Basketballstand, Korb ist auch cool. Oh, schön, guck mal. Kleiner Baum, ist für den Weihnachtsmarkt. Hier ist der Schuppen. Cool. Ja, dann kommen wir erstmal zu den Häusern. Was haben wir hier? Den können wir später aufbauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, ne? So. Genau. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. So, wir müssen erstmal jetzt ein paar Häuser bauen. Ein paar Wohnhäuser, ein paar was auch immer. Was ist das hier? Süßwarenladen, ne? Dorfgebäude. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem kleinen Dorf an. Beziehungsweise mit den kleinen mehreren Dörfern. So. Und hier wird das Dorf auch schon losgehen. Das ist ein Landhaus? Wie für eine Person? Was ist das denn? Okay. Gut. Ist ja egal, ne? Also ich werde jetzt erstmal hier die Häuser so nach und nach aufbauen. Eine Straße werde ich gleich mal ziehen. Und dann gucken wir mal, wie wir noch was stellen können. Also nehmen wir jetzt am besten mal nicht zu große Häuser, dass das jetzt auch gar nicht irgendwie, naja, zu groß wirkt, ne? Also für so ein kleines Dorf sollte das jetzt nicht allzu groß werden. Dann nehmen wir einfach mal so richtig schöne kleine Häuser einfach mal raus. So, und ich stelle mal hier schön an die Seite. Kann auch doppelt sein. Also es ist jetzt auch nicht wild, wenn das jetzt irgendwie doppelt mal vorkommt hier. Die Häuser, denn so viel habe ich jetzt auch wieder nicht. Das fand ich auch cool. So eine große Holzbrücke. Das ist auch natürlich schön hier, ne? Bloß hat dort kein Wasser, dann bringt das auch nichts. Überdachte Brücke, ne? Auch cool. Da sind schon schöne viel Häuser mit dabei auf jeden Fall. Das Dorf wird auf jeden Fall jetzt nicht zu groß. So, das machen wir hier einmal so rum. So. So, ja, was haben wir hier? Kleines Büro. Das kommt dann eher in die Stadt. Kleines Büro nochmal. Dann werden wir erstmal ein bisschen malen. So, wir nehmen Asphalt, ne? Oder? Was hatte ich hier? Achso, das ist andere Asphalt.
ne? Das nehmen wir jetzt hier. Die Straßen können wir auch ruhig ein bisschen größer machen. Bin ich auch eher der Fan davon. Es fährt sich immer viel, viel besser. So, dann kann man nämlich hier eine schöne große Straße erstmal ziehen. Ich werde die natürlich noch so ein bisschen anpassen dann. Das ist erstmal so Pi mal Daumen. Alles erstmal spontan, dass man erstmal so ein bisschen was erkennen kann hier. Und dann werde ich alles noch so ein bisschen schöner machen. Jetzt mit zum Beispiel Waldboden und so weiter. Die Häuser hier schön dekorieren. Ne, alles, was dazugehört. Bäume, Pflanzen aufbauen. Naja, Büsche platzieren. Ihr wisst, was ich meine, schätze ich mal. Das kommt dann alles dahin. So, mal so ein bisschen hier. So, dass man was erkennen kann. Und dann kann man das alles hier schön ausdekorieren. So, dazu gehören natürlich auch die Zäune. Ne? Die haben auch Grundstücke, die muss man einzäunen dann, dass man das auch besser sehen kann. Ja, dann haben wir erstmal das kleine Dorf fertig. Ich wollte jetzt gar nicht so viel da machen eigentlich. Es sollen ja wie gesagt mehrere kleine Dörfer sein und da muss jetzt auch nicht hier das richtig groß aufgefahren werden. Dann haben wir natürlich haben wir vor jeder Eingangstür ein Auto. Okay, jetzt nicht vielleicht überall. So, dass es aber ja, so ein bisschen bewohnt aussieht, ne? Sonst ist es auch ein bisschen blöd. So, ja. Dann können auch hier irgendwie mal mehrere Häuser stehen. Also, das ist auch gar nicht schlimm, wenn die an der Straße hier vorne sind. So, da können auch noch mehrere hin. Und dann kommt, würde ich sagen, hier noch eine Straße lang. Die muss ich auf jeden Fall erstmal malen. So, die machen wir einmal hier lang. Denn hier hinten würde ich dann ungefähr die Stadt machen. Die wird dann hier richtig schön aufgebaut. Da wird dann alles Mögliche sein, was wir so brauchen hier in der Umgebung. Also Einkaufsläden, Märkte, große Häuser, Büroräume. Ja, alles, was man da eben so braucht. Das kommt dann alles dahin. Ja, ich weiß nicht, ob wir auch einen Bauernhof mit aufbauen. Ich schätze mal, das machen wir. Ne? Oder beziehungsweise einen Tierhandel. Können wir natürlich auch machen. So, und dann ansonsten haben wir Hallen. Die werde ich dann noch so neben den Häusern platzieren, so wie es passt. Das ist auch nicht verkehrt. Dann haben wir auch die kleine Garage. Es gibt ja auch gerade auch in Dörfern, Städten, wie auch immer, gibt es ja Wohnungen. Und für die Wohnungen gibt es auch extra Garagen und die kann man abschließen. Und das sind jetzt erstmal diese kleinen Schuppen, wie zum Beispiel hier. Kann man das einfach nebeneinander stellen und dann haben sozusagen die Mieter einen eigenen Stellplatz. Das kann ich dann auch noch alles später machen. So, Blitzer dürfen nicht fehlen, also die müssen überall hin. Also es wird gerast, überall. Also koste was es wolle, wir brauchen auf jeden Fall mehr Blitzer. Da freue ich mich dann wieder, wenn ich durchfahre und ich hier schöne hohe Strafe zahlen kann. Das wird, der wird wirklich mega. So, außerdem, ne, das ist erstmal die Feuerwehr. Die wird dann erstmal so bleiben. Wir brauchen natürlich auch einen Rettungsdienst. Also das wird auch so sein, dass ich mehrere Wachen habe. Ne? Also eine etwas größere Feuerwehr, eine etwas kleinere, verschiedene Standorte von Rettungswagen. Und dafür habe ich dann diese wunderschönen Hallen. So, das ist, ja, das ist die kleine Werkstatt. Die finde ich nämlich mal gar nicht so verkehrt, ne? Wenn ihr mal darauf achtet, das ist auf jeden Fall bei uns so, wenn man irgendwie mal durch Dörfer fährt, dann hat man irgendwo, wo man es gar nicht denkt, eine Rettungswache. Da steht dann eine RTW drin und da sind dann auch Leute, die zu Hilfe eilen, ne, wenn wirklich was los ist. Und das werde ich dann hier auch ungefähr machen. Das ist die große Garage. Ja, das ist gar nicht verkehrt, dass wir das gleich in der Nähe der Feuerwehr haben. Hier ist die Rettungswache für RTW und Benef. Und dann werde ich halt, ich denke mal, ich nehme den hier, ne? Den Schuppen. Den kann ich nehmen für das zweite Dorf. Das kommt dann irgendwo hier hinten. Das kann ich hier dann aufbauen. Oder ein bisschen weiter weg eher, ne? Das muss jetzt auch gar nicht so nah dran sein. Jeweils kommt dann hier hinten so eine kleine Halle hin mit einem RTW. Dann in der nächsten, im nächsten Dorf noch eine Halle für einen weiteren RTW. Also ich denke mal, ihr wisst auch, was ich meine jetzt, was ich damit sagen möchte. So, dass wir halt hier auch ordentlich aufgebaut sind und aufgestellt sind. Jo, das sieht gut aus.
dann können wir gleich mal zum Fahrzeughändler. Ich würde das gerne erstmal, obwohl das erstmal überflüssig ist, ich würde trotzdem gerne erstmal die Fahrzeughallen machen. Also ich würde gerne da irgendwie erstmal Fahrzeuge reinstellen, dass hier erstmal was los ist. Ansonsten ist das wirklich ganz schön kahl irgendwie, ne? Hier ist sonst irgendwie nichts los, habe ich das Gefühl. So, was nehmen wir da vorne? Nehmen wir schwarz. Da genauso. Dann kaufen wir erstmal zwei RTWs und dann noch ein NEF, was wir auf jeden Fall brauchen. So, das habe ich gerade noch gar nicht drin. Muss ich nochmal mitnehmen. Kann ich auch in den nächsten Videos machen. Ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich glaube, sonst habe ich keinen NEF. Aber ist erstmal, wie gesagt, nicht so wichtig. Wir haben erstmal die beiden RTWs. Die können wir erstmal da reinstellen. Dann, wie gesagt, noch das NEF. Und dann können wir schauen, ne, was wir alles noch reinstellen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, Leute, was ihr euch so wünscht, was ihr gerne sehen möchtet an Fahrzeugen. Könnt ihr alles gerne mal in die Kommentare schreiben. Also für die Hauptfeuerwehr, sage ich mal, was ihr da gerne für Autos sehen wollt. Muss ich weiter nach vorne? Achso, ich muss hier hin. Okay. Also, was ich so reinstellen soll, also an Löschfahrzeugen, an, ja, Gerätewagen, was es alles so gibt halt, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und kommentieren. Hier muss ich mal gucken. Ne, das geht nicht automatisch, okay. Das ist eigentlich eine große Werkstatt. Es ist auch gar nicht verkehrt, dass wir hier die Einsatzfahrzeuge drin haben, denn wir können die dann hier reparieren. Das ist gar nicht verkehrt. Da müssen wir nicht unbedingt immer in die Werkstatt fahren. Dann haben wir nämlich alles gleich hier. Und können dann hier von da aus direkt ausrücken, beziehungsweise die Fahrzeuge reparieren, warten, alles was dazugehört. Na, vielleicht ist die Halle ein bisschen zu groß, ne? Also ich sag mal so, Leute, also wenn euch irgendwas jetzt nicht so gefällt, dann bitte ich euch, das einfach mal unter dem Video in die Kommentare zu schreiben. Das ist wirklich ein Projekt mit euch zusammen. Also ihr entscheidet, wie ich was machen soll. So, und von daher ist es wirklich enorm wichtig, dass ihr wirklich ganz, ganz viele Kommentare da lasst, dass ich auch das Projekt weitermachen kann. Wie gesagt, das Projekt Kleinstadt. Das hört sich so geil an. Ja, das ist richtig gut gemacht, ne? Also eine richtig schöne Idee von euch gewesen. Das gefällt mir. Na, guck mal, das sieht gut aus. Ja, wie gesagt, also die RTWs gehen ganz schön unter, ne? Vielleicht nehme ich da doch eine andere Halle, ich weiß es nicht. Sieht aber erstmal gar nicht verkehrt aus. Ist schon mal schön, dass wir die jetzt drin haben. Und hier wird dann alles auch noch schön angeschlossen an das Straßennetz. Dann kommt Deko dazu und so weiter. Ja, aber das dauert halt, ne? Das wird ewig noch dauern, bis ich hier alles platziert habe. Das ist halt auch so ein schönes Projekt für einen Livestream, finde ich. Also wie gesagt, ich werde auch öfters jetzt live kommen auf twitch.tv/premiumpaule. Alle Infos auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Lasst mir gerne ein Follow da und vielleicht sogar ein Abo. Und dann werde ich das Projekt einfach mal weiterhin streamen. Also ich werde natürlich noch vereinzelte Videos machen, aber ich denke mal, so richtig Livestream macht dann eher mehr Sinn. Da kann man halt mit euch direkt dann halt auch kommunizieren und ihr könnt eure Ideen direkt live da reinschreiben in die Kommentare. Ich finde das immer so ein bisschen besser, als wenn man das jetzt über die Let's Plays macht hier. Ist immer nicht so leicht, ne? Da muss man halt immer warten, bis ihr was kommentiert, was schreibt. Und dann kann man das dann danach erst ändern irgendwann, ne? Aber ich denke mal, wir kriegen das hin, Leute, würde ich mal sagen, ne? Ja, und wenn euch das Projekt gefällt bis hierhin, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo da hier auf YouTube. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich da denn schon live kommen werde oder ob da nochmal ein Let's Play dazwischen kommt. Kann ich euch bisher noch nicht sagen. Ja, aber ansonsten sollte das bis hierhin erstmal reichen. Also das sollte erstmal das erste Dorf werden, was ich jetzt errichte. Ja, und die anderen Dörfer kommen dann da hinten, da hin. Ja, so, dass wir halt hier ein bisschen was bewohnbar machen können. Weil bisher ist es halt immer noch ganz schön kahl hier, ne? Das muss alles noch verschönert werden. Das muss viel platziert werden noch. Also ich brauche auf jeden Fall eure Ideen, eure Wünsche. Alles in die Kommentare schreiben, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.